Heute werde ich ein paar User verarschen und ihr seid mit dabei, Freunde, denn wir haben einige neue Sachen am Start, beziehungsweise einen ziemlich coolen neuen Befehl. Ich würde sagen, erstmal schmeißen wir kurz den Random-Generator an, denn wir müssen ja erstmal zu irgendeinem Spieler, den wir ein bisschen drawen können. Ich lasse kurz laufen und wir gehen mal einfach zu dem hier. Wen haben wir denn da? Ghost Killer. Jutschach, was machst du hier gerade? Oh, verdammt, ich hab keinen... Okay, ich bin... Ihr lebt noch? Alles gut? Ey, was macht der Typ hier gerade? Der baut hier anscheinend gerade richtig... Oh, das ist gut. Das ist richtig gut fürs Trolling. Noch im Bau, dann steht es so... Er will es verkaufen, das Grundstück, Freunde. Ich glaube, der baut hier gerade irgendein krasses GS und will das später irgendwann verhökern, damit der Geld macht. Ich guck mal gerade, der ist da auf der Treppe. Ich bin natürlich komplett unsichtbar. Mich kann hier keiner sehen, das ist klar. Aber ich habe einen coolen Befehl, den zeige ich euch mal eben, Freunde. Ich mache mal ganz kurz hier einen Homepunkt, da kommen wir gleich wieder hin. Jetzt mache ich erstmal den Befehl, und zwar Aura. Aura habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann gezeigt. Ist ein echt cooler Befehl, den habe ich jetzt mal angemacht. Ich zeige euch den einfach mal kurz bei irgendeinem Spieler. Okay, CBO Sven ist eigentlich, da kann man das gut zeigen, Freunde. Ich mache einfach jetzt mal gleich Aura an. Ich gehe mal ganz kurz hier in die Ecke. So, und wenn ich jetzt nah genug ranlaufe an den Moment, ich gehe mal hier von der... ich habe schon... Oh, ihr seht, der wird immer weggestoßen. Zock, ich schiebe mal ein bisschen durch die Gegend. So, tschüss, war das Sven. Einmal weg mit dir. Oh mein Gott. Er fliegt einfach durch seine gesamte Base. Vor allem hat sie voll ausgehöhlt. Er wird einfach komplett weggedrückt. Und ich schiebe ihn mal komplett durch. Yo, Sven. Du bist einfach komplett weggedrückt. Okay, das machen wir jetzt irgendwie mit einem anderen Spieler hier. Weil der hat ja... Oh, wo ist er? Ah, der farmt gerade. Was machst du denn hier? Ups, ich hab dich schon weggestoßen. War keine Absicht. Aura aus, schnell. Dabei hat es gar nicht gemerkt. Ich helfe ihm mal ein bisschen. Was hat er denn hier so? Ups, so. Du hast schnell ausgehöhlt, keine Sorge. Ich hab... Quail auf voll erschrocken weg. Ja, renn nur. Was macht er jetzt? Ich glaube, will er, dass ich das auch aushöhle? Ja? Kann das sein? Ich helfe mal wieder ein bisschen nach, Freunde. Ups. So, ich glaube, er ist da vorne. Er guckt wieder ganz erschrocken. Komm nach oben. Das Schild sieht er auf jeden Fall jetzt. Ich will nämlich, dass er diese lange Treppe gleich mal hochläuft. Er sieht das gar nicht. Leute, du guckst von der falschen Seite. Hier ist das Schild. Er greift einfach mal. Das gibt's doch gar nicht. Ich stoße ihn einfach davor. Guck doch. Nein, nicht abbauen. Nicht abbauen. Oh mein Gott. Warum baust du das ab? Jetzt schreibt er ein Schild. Hast du es nicht gelesen? Oh, ist jemand hier? Nein, hier ist natürlich niemand. Die Blöcke, die... Oh mein Gott. Was ist das für ein Typ? Okay, warte, jetzt verwirre ich ihn mal ein bisschen mehr. Jetzt setze ich einfach mal... Er geht nach oben. Okay, jetzt ist Zeit für Aura, Freunde. Schnell, wir müssen nach oben fliegen. / Aura. Und jetzt werde ich richtig gemein, Freunde. Passt auf. Ich stelle mich jetzt einfach hier auf die Treppe. Und eigentlich müsste die Aura ihn jetzt jeden Moment hier so ein bisschen wegstoßen. Er kommt... Oh, da ist er weg. Er guckt voll verwirrt. Kommt wieder... Okay, warte, ich gehe jetzt mal ein paar Stufen nach oben, dann kann er nämlich weiter in die Richtung kommen. Hey, er gibt... Hey, gehst du wieder weg? Okay, ich glaube, er hat keinen Bock mehr. Okay, er ist komplett verwirrt. Ghost Killer ist komplett verwirrt. Wo ist er denn? Da ist er ja. Hallo, Ghost Killer. Kommst du wieder hoch? Ja, komm nur. Komm nur. Boom. Oh mein Gott, Freunde, das ist zu lustig. Hier ist komplett verwirrt. Ich habe noch eine gute Idee. Leute, ich cheate mir gerade einfach mal ein Drachenei. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Er schreibt, mich trollt jemand. Warte mal, er soll jetzt jemand nicht nach oben gehen. Da soll er nicht hin. Ich werfe jetzt einfach mal ein Drachenei hier auf den Boden, Freunde. So geht das. Moment. Ey, der baut sich einfach wieder frei. Nein, Ghost Killer, du sollst da nicht lang. Ghost Killer, siehst du... Ich will, dass er das Drachenei haben will. Ghost Killer, hier ist ein Drachenei. Er sieht's. Er kommt. Ja, hol dir das Drachenei, komm. Hol dir das... Leute, wer das schafft, das zu kriegen, darf es auch behalten. So machen wir das jetzt mal. Aber er läuft hier die ganze Zeit drüber rum. Er merkt schon, dir geht irgendwas ab, aber er will auch dieses schöne Drachenei haben. Komm schon, hol's dir. Hier ist es doch. Ich bin mal gespannt, ob dem jetzt irgendeine Strategie einfällt oder sowas. Also, er baut jetzt hier irgendwie Blöcke, aber ich glaube, er hat jetzt nicht die besten Ideen. Das Drachenei liegt hier, du musst schon kommen. Ich glaube, er sucht gerade. Er wirft Blöcke in die Gegend, weil er denkt, jemand sammelt es auf. Aber es bringt nichts, wenn ich hier vorne bin. Komm, hol das Drachenei, komm doch. Er wirft hier Blöcken ab. Ja, das bringt aber nichts. Wenn du das Ei aufsammelst, ist es deins. So, mal gucken, ob er das rafft. Oh, er hat einen Freund geholt. Hallo, Shoyo. Willst du das Ei haben? Hier liegt's rum, du musst es einfach nur holen. Ist gar nicht so schwer. Sein Freund ist auch am Start. Er will, glaube ich, das Schild lesen, aber es geht nicht so einfach, weil er kann ja nicht einfach rumlaufen. Dann wird er weggestoßen. Er will... Er kann nicht mal das Schild lesen.
So, er will wieder gucken, das klappt aber nicht so richtig. Lauf doch einen großen Bogen, Ghostkiller. Okay, jetzt kann er das Schild lesen. Okay, die beiden, ich glaube, das beides hier sind auch so ein bisschen Noobs. Die raffen es bisher noch nicht so richtig. Das Drachenei liegt hier immer... Soll ich mal den Einsatz erhöhen, Freunde? Wisst ihr was? Ich cheate gerade mal einen Spawner. Also für einen Spawner sollten die eigentlich richtig Bock haben, das einzusammeln. Mal gucken, ob sie mehr Bock haben, wenn jetzt hier ein Spawner und ein Drachenei liegt, Freunde. Und sie werden immer weggestoßen. Die müssen sich was einfallen lassen, um das zu kriegen. So einfach gibt's das ja nicht hier. Oh, er hat eine Idee. Guck mal. Er will, glaube ich, reinspringen. Aber das wird so nicht. Du musst dich höher bauen, Ghostkiller. Sonst schaffst du es nicht. Aber das ist schon mal, glaube ich, ein guter Ansatz da vorne. Also er baut ja jetzt hier so einen Weg, wo er reinspringen kann. Das ist schon mal eine bessere Idee. Yo! Was? Shoyo, was war das denn? Hat er gehackt oder war das, lol? Er hat es gerade bekommen. Hat es gerade geleckt oder was? Nee. Okay, Shoyo ist einfach reingesprungen und hat es bekommen. Richtig gut. Ich mache mal gerade die Aura aus. Ich guck mal ganz kurz, was hier abgeht. Der ist nämlich hier vorne gerade. Shoyo, GG, Mann. Nice, viel Spaß mit den Items. Okay, Shoyo ist jetzt wieder da. Ich versuche nochmal, ob der wirklich hier... Nee, der hackt auch nicht. Guck mal, ich kann den wegstoßen. Wenn der hacken würde, könnte ich den nämlich nicht wegstoßen. Aber schaut, ich kann den immer wegstoßen. Also alles gut. Gönne ich ihm vollkommen. Was schreibt er? Ah, ne, der hat nichts geschrieben. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen nochmal weiter. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr Spieler mal dazu holen. Der schreibt einfach, Rypex, hör auf, bitte, Hilfe, kommt alle zu Ghostkiller. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr Spieler einladen. Das macht viel zu viel Spaß, Freunde. Was macht der denn gerade? Das ist aber... Was macht der hier? Das sind 155 Schafe, die er gesteckt hat? Alles klar, warte, ich schieb die noch ein bisschen weg. Kann ich den mal irgendwie hier so... Lass das Schaf in Ruhe, Mann! Alter, du hast 150 Schafe in einem Schaf reingepackt, Alter. Läuft bei dir. Alter, der ist sogar in der Farmwelt irgendwo. Was macht denn der hier gerade? Okay, können wir den irgendwie trauen? Nicht, ich glaube, ich brauche einen größeren Platz, Freunde. Glaube, hier ist ein guter Ort. Vor allem hier ist die Lava noch. Die könnte richtig gemein werden. Ich mache gerade mal kurz hier, glaube ich, den Clay weg, weil das wird ein cooler Moment. Okay, jetzt haben wir hier eine krasse Lava-Wand. Dann würde ich sagen, kommt jetzt der Einsatz. Wir nehmen natürlich wieder einen Spawner, weil Spawner sind einfach ultra wertvoll. Den droppe ich jetzt einfach mal, ich würde sagen, hier so hin. Theoretisch müsste jetzt jemand locker in die Lava fliegen, wenn er von hinten kommt. Wir gucken mal, ob das lustig wird. Ich mache jetzt erstmal folgendes. TPA All. Das heißt, alle können jetzt kommen. Und jetzt schnell zurück. Ich gehe mal einfach in Game Mode 3, weil ich glaube, da kann ich dann, da sammle ich nichts ein, ne? Genau. So, wir sind jetzt hier unsichtbar, Freunde. Und warten darauf, dass die Leute kommen. Ich schreibe mal, wer den Spawner einsammelt, darf den behalten. Oh, wir haben Aura nicht an! Schnell, Aura! Okay, Aura ist an. Nice, Aura ist an. Das heißt, der Spawner liegt jetzt hier rum. Die finden ihn gar nicht bisher. Die suchen jetzt gerade so ein bisschen rum. Ich glaube, die wissen gar nicht, wo der ist. Der ist hier vorne, Leute. Der ist hier vorne. Guckt doch. Soll ich mal die Koordinaten reinschreiben? Hier ist der Spawner. Kommt, ihr lauft alle in die falsche Richtung. Hier ist der doch. Hier ist der doch. Kommt doch rüber. Okay, kommen die? Nee. Da ist er nicht. Fuiki. Fuisi. Da, einer hat's gerafft. Okay. Der erste ist da, Freunde. Der nächste sieht den, glaube ich, auch. Cold Hunter ist jetzt da. Jetzt würde ich mal... Oh, der eine versucht es schon mit so Yeezys. Die haben richtig Boost drin. Aber das reicht, glaube ich, nicht, Freunde. Das reicht, glaube ich, nicht. Jetzt langsam finden sie es. Oder der eine macht... Und in die Lava! In die Lava! Er wurde komplett zerstört. Okay, das mit der Lava ist super. Also von hinten sollte man es nicht probieren, Freunde. Das ist keine gute Idee. Yo! Was war das denn? War das gerade... War das ein Hack? Tyler? Oder wer ist das hier? Tyner. Ich guck mir das ganz kurz mal an. Können wir da eine Wiederholung haben, Freunde? War das ein Hack? Tyner? Infsi Tyner. Da bin ich aber gerade gar nicht sicher. Was war das denn? Ich mach mal eben Aura an. Kann man den wegstoßen? Ja, kann man. Hat er irgendwelche Schuhe an? Okay, er hat Yeezys an. Vielleicht hat er es deswegen geschafft. Ich hoffe, wir können kurz eine Wiederholung einspielen. Dann kann man es nochmal genau sehen. Ich glaube aber, das war legit. Ich mach's auch nochmal, Freunde. Ich habe da nicht nochmal Bock drauf. Ich cheate gerade mal. Der war gerade hier, schreibe ich schon. Die Chat geht schon gut ab, Freunde. Ich hole mal gerade einen Spawner. Dann machen wir das Ganze einfach nochmal. Wir können ja... Naja, wir machen es, glaube ich, hier nochmal. Aura einfach. So. Und dann... Ich gehe mal aus dem Vanish. Dann droppe ich jetzt hier wieder den Spawner hin. Und weiter geht's, Freunde. Hier ist noch ein Spawner. Hallo, hier ist noch ein Spawner. Ihr müsst euch noch nur schnappen, Freunde. Der ist hier vorne und liegt rum. Wenn jetzt Tyner den wieder kriegt, irgendwas ist dann komisch bei dem. Aber ich warte mal ab. Yo, der war richtig knapp dran. Was war das denn? Der kommt mit dem Yo, wie krass kommen die angeflogen. Okay, jetzt kommen richtig viele Leute gerade. Alter Schwede. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es einer schafft hier. Die kommen gerade so krass an. Von hinten sollte man es nicht probieren, Mann. Alter, yo. Alle versuchen es gerade. Ich glaube aber, ja, das mit dem Fliegen ist nicht dumm. Also das kann man gut probieren. Ja, oh.
Ich glaube, es war ein Hacker. War das ein Hacker? Warte mal, das war irgend so ein Ultra. Wer war denn das hier gerade? Jo, warte mal, ich glaube, das war gerade ein Hacker, oder? Kann das sein? War das Niki? Oder wer war das? Ich glaube, das war Niki. Leute, bitte. Ich hoffe, wir kriegen jetzt auch eine Wiederholung rein. Bitte guckt euch das mal an. Hat der gehackt? Schreibt es bitte in die Kommentare. War das ein Hack oder was war das? Der hat so komisch gesneakt, wisst ihr? Ich guck mal gerade mit Aura. So, Niki, wo ist er? Ne, er hat keinen mehr an, ne? Guck mal. Ich kann ihn ganz normal wegschieben. Alter, was war das denn? Ich bin sehr skeptisch. Da winkt einer. Hallo, Coldhunter. Da bin ich jetzt aber sehr skeptisch. Schreibt es mir bitte, bitte in die Kommentare. Ich würde sagen, dem ganzen Server gönnen wir auch nochmal eine kleine Belohnung. $1000 und ein kleines Herzchen. Wenn ich das öfter machen soll, gebt bitte einen Daumen nach oben. Ich bin echt nicht sicher, ob die gehackt haben. Ich glaube, der eine könnte echt... Bitte schreibt es mir rein. Wie gesagt, Wiederholung. Ich hoffe, ich schneide hier einen ins Video. Krass. Ich würde sagen, das war's auch mit dieser Folge. Habt jetzt noch einen richtig schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Und tschüss.